Dann geht die Mama jetzt ohne dich nach Hause. Gut, Monika. Tschüss, Monika. Nein, dann, okay, komm, Monika. Komm mal wenigstens her, Monika, dass du mal, kommst du mal jetzt, komm einfach mit, Monika! Weil natürlich bewegt sich Monika keinen verfickten Zentimeter. Weil Monika beim ersten Mal auch gemerkt hat, ja, natürlich geht die Alte nicht ohne mich nach Hause. Wenn du das durchziehst, hast du meinen absoluten Respekt. Das wäre so konsequent. Das würde ich bewundern. Wenn ich heute Abend nach Hause käme und meine Frau säße auf dem Sofa alleine und ich meine, alles klar, wo sind die Kinder? Schlafen die? Wo sind die Kinder? Und sie meint, keine Ahnung. What? Ich war heute Morgen beim Bäcker, ich meinte, ich gehe los, die wollten nicht. Fuck it.